Hallo, herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program und dieses Mal holen wir uns diesen verfluchten Kerbal vom Himmel. So. Feuer. Okay. So. Nur so ein bisschen. Oh Mann, das wäre so gut gewesen. Moment. Dann können wir auch gleich mal das hier einschalten. Dann sehen wir auch direkt, wie es denn aussieht, wie viel wir da bekommen würden. Das ist doch gut so. Was haben wir es denn mit, das Zeug, ne? Oh Mann. Jetzt habe ich schon eine Überplanung und versemmel es trotzdem. Das ist doch der Wahnsinn. Hallo? SAS, bitte mach's stabil. Okay. Hallo? Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Und mal wieder Feuer geben. Kann aber nicht sein. Was ist denn diesmal schiefgelaufen? Moment, ich konnte doch das hier irgendwo... Hier. Ah, perfekt. Wir waren halt das letzte Mal beim Starten wesentlich besser. Wesentlich. Wir müssen auch noch ein bisschen in die Richtung, damit wir diese 90 wieder haben. Sonst erwischt man den Kerbal überhaupt nicht. Oh oh, ich verglühe gleich. Aber ich muss weitermachen, sonst wird das nichts. Das hilft nicht. Gott. Okay, aber es wird. Wir drehen mal die Nase so ein bisschen in die Richtung, wo wir hinwollen. Irgendwas hat Schaden genommen. Ich denke, unser Fallschirm. Oh je. Treibstoff. Okay, der Strom wird weniger. Oh Moment, wir haben ja die Umlaufbahn schon, oder? Haben wir schon? Jetzt. Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen. Oh. Aber ich... Oh Gott, wo fliege ich denn hin? Ja, ich bin wieder mal wahnsinnig klug. Ich hab's mir gedacht. Ja, dann, Strom sparen. Ah, ich kann keine Manöver planen, wenn ich, okay, gut.
Gut. So. Wir fliegen mal noch ein bisschen weiter. So. Laufen aus. Ups. Ich hoffe, das war auf normal. Ich weiß es nicht. So, dann machen wir mal Manöver. Aber gut, das im Endeffekt. Nee, dann machen wir da nicht. Sonst wären wir dann noch höher. Und wir machen das tatsächlich erst da. Wir machen das tatsächlich erst da. Und wir gehen ein bisschen so, würde ich sagen, vielleicht. So, ne? Dann müssen wir ungefähr hinkommen. Hier vorspulen. Okay, dann machen wir hier Schlafen wieder aus. Immer dieses Energiegespare ist doch furchtbar. So. Und dann richten wir uns schon mal ein bisschen aus und in 20 Sekunden starten wir dann für 2 Sekunden. So. Wo ist denn der Gute, wenn ich da bin? Ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir was machen, das funktioniert am besten. Und zwar einfach mal hier. Moment, wo ist denn sein zweiter? Wo ist denn der zweite Pöppel da? Der Lina, ne? Linane und der andere, die müssen relativ gut zusammenpassen. Ich das verschiebe. Das Sinn. Wird das besser? Das ändert sich so viel nicht. Okay, wenn ich das hier mache. Ja. Hier wird's gut. Okay. Ich hoffe, das passt so. Oh. Wie sieht's hier aus? Achso, wir sind ja diese gestichelte. Sieht gut aus. Ja, würde sagen, schlafen. Und spul mal vor. Hierher vorspulen. Der ist ja jetzt schon sehr nahe dran. Okay. Aber das könnte doch gehen. Und diesmal haben wir auch den Vorteil, dass ich das gleich mitbedacht habe mit dem Schlafenlegen von dem Teil, dass wir nicht erst wieder so ein bisschen vorlaufen. So, so ungefähr.
Ungefähr. Ah. Das war halt schon viel zu viel eigentlich, wahrscheinlich. So, Manöver löschen. Wo sind wir denn? Ah, okay. Manöver hinzufügen. Punkt. Ach so. Ja, nee. Oh, das funktioniert ja gar nicht. Oh. Schnittpunkt. Ach so. Ja. Okay, alles klar. Das funktioniert ja gar nicht. Sind ja komplett verschiedene Schnittpunkte. Oh, ja. Soll denn das bitte löschen? Was? Auf Wüste? Was für ein Ding? Hallo, ich möchte den gerne löschen. Ja, jetzt. Hier wäre Schnittpunkt 2, Schnittpunkt 1, Schnittpunkt 1, Schnittpunkt 1. Ah. Huch. Sind wir halt sehr weit weg von dem. Wo ist ein Schnittpunkt 2 eigentlich? Muss doch einen zweiten Schnittpunkt haben, irgendwie. Also, ich muss doch noch einen zweiten Punkt haben. Schnittpunkt 1, Schnittpunkt 1. Muss es doch noch einen zweiten geben. Hier, Schnittpunkt 2 und Schnittpunkt 2. Okay. Ah, das. Manchmal ändert er halt gleich so wahnsinnig. Was? Wieso? Okay, er ist sowieso vorbei. Ah, es ist doch. Ah, manchmal. Also dieses. Hallo? Löschen. So. Ich mach's lieber hier. Das funktioniert zuverlässiger, habe ich das Gefühl. Was ist hier? Eins und. Zwei. Ach so, die haben. Ach so. Punkt 1. Punkt 1. Okay. So. Aber der überholt mich doch jetzt als nächstes, oder? Ich fliege mal auf so 14 Kilometer hin, wenn es geht. Der überholt mich doch jetzt erst in der nächsten Runde, oder nicht? Das funktioniert doch gar nicht mehr. Was? 0 Meter? Nimmt doch überhaupt nicht. Ach so. Komm, mal hier. Manöver hinzufügen. So, jetzt aber.
Ja. Ist mir schon klar. Nehmen wir das mal lieber hier. So, besser wird's nicht, weil sonst haben wir ein Problem. Verstehe ich nicht. Das müsste doch dann, die gestrichelte Linie müsste doch dann unter dieser sein, weil der ist doch auf 84. 84. Achso, hier wären wir dann auf sie. Ah, okay. Ah, die ist hier auch unten drunter. Okay, gut. Ja, alles klar. Ja, gut. Okay. Ich verstehe. Aber so können wir es machen. Könnte gehen. So, dann machen wir hier wieder auf Schlafen. Energie sparen. Und wir spulen bis hierhin vor. Oh Gott. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt holt er uns nämlich ziemlich gut ein normalerweise, weil wir sind ja hier außen langsamer. Jetzt müssen wir uns ausrichten. Moment. Erstmal hier wieder rausgehen. So. Ausrichten. Okay. Ja, dann vorspulen. Die Vorspulen abgeschlossen. Ich wollte zum Punkt hier, zu dem, zum Manöverpunkt wollte ich. Ich wollte zum Manöverpunkt und nicht hier irgendwo hin. Hallo? Zeigt das irgendwie falsch an oder so? Nee, keine Ahnung. Manchmal ist es ein bisschen komisch, ja? Kann das sein? Machen mal hier weg. Wo sind wir denn jetzt momentan? Oh, okay, wir müssen trotzdem ein bisschen korrigieren, weil wir sind hier zu tief. Das funktioniert so nicht. Aber wir korrigieren auf der anderen Seite, oder? Oder wenn ich da so hin, da so, brauche ich gar nicht so viel. Okay, gut. Gut. Okay, so. Manöver planen. So, mal gucken. Nee. Wenn ich halt nach unten gehe, dann bin ich halt zu nah an den 70 dran. Das funktioniert nicht. Das klappt nicht. Okay. Gut. Das hier mal eben entfernen. Nochmal ein Manöver hinzufügen. Was passiert, wenn ich in diese Richtung? Ne, wird halt auch nichts. Wird halt auch nichts. Okay. Also das lassen wir mal. Und ich würde sagen, ich fliege einfach mal. Oder wir gucken mal. Moment. Wenn ich das hier mal wegmache. Zack, X.
Und hier nochmal Manöver hinzufüge. Einfach nur schauen. Und dann hier mal ein bisschen Gas gebe. Ne, Gas geben bringt halt nichts. Und hier. Huch! Das wollte ich nicht. Also nach unserer. Wenn ich hier nach unten gehe. Nach oben. Moment. Ich muss das ja sowieso. Ich muss ja sowieso. Moment. Nicht das hier. Ja. Ich wollte das Manöver verschieben. Verdammte Hacke nochmal. So. Also nochmal. Ich muss ja sowieso unsere Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit von dem anderen ein bisschen angleichen, sonst wird das ja nichts. Das heißt, wir müssen ungefähr auf dieselbe Höhe kommen. So. Dann haben wir nämlich da auf dieser Seite 27 Kilometer. Ist halt immer noch ein bisschen weit weg, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann man das noch optimieren. Moment, kann ich das irgendwie... Ja, genau, so kann ich es mir anzeigen lassen. Es wird weniger. Aber ich befürchte, dass das nicht so gut ist, dass wir da ein bisschen Probleme bekommen, dass das gar nicht geil ist eigentlich. Ja, die Apsis ist halt einfach zu tief. So, wenn ich das so mache, ah, so sieht es besser aus. Habe ich dann überhaupt noch einen Schnittpunkt? Nein, habe ich nicht. Oder? Da oben, da habe ich ihn. Da ist er doch. So. Ja, ich muss halt immer gucken, dass hier... Das hier... Okay, das ist die falsche Richtung. So. Hallo, ich möchte es gerne angezeigt haben. Danke. Die falsche Richtung. Das wäre die richtige Richtung. Und hier? Sind wir halt auch nicht so weit weg eigentlich. Aber es ist weiter weg als auf dem anderen Schnittpunkt, deswegen wir müssen eigentlich schon den anderen nehmen. Okay, näher wird's nicht. Boah, das wird halt nix so. Mit diesem Blauen wird's halt nix. Das hat halt ziemlich doof, ehrlich gesagt. Wo fliege jetzt ich eigentlich momentan rum? Hier, ne? Okay, gut. Vielleicht machen wir einfach mal die erste Korrektur und dann machen wir halt später nochmal. Und gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. So. Aber ich muss jetzt endlich mal wieder auf Schlafen gehen. Sonst haben wir bald keinen Strom mehr und dann wird das sowieso nichts. Hier hervorspulen.
Slash. Wo ist denn Slash? Ach so. Ah, er hat mich überholt. Ah, deswegen. Deswegen. So. Falsche Richtung. Oh. Da. So, ah ja, und wir sind jetzt, wir haben jetzt genau dieses Problem, das ich vorher eben vermeiden wollte, dass wir zu niedrig sind. Ich muss nochmal ein bisschen Schub in die Richtung geben, dass wir über die 70 kommen. So, jetzt passt's. Okay, gut. Dann machen wir hier nochmal. Oder? Nee, eigentlich müssen wir hier. Irgendwie. Wie weit sind wir denn da weg? Wir machen hier nochmal ein Manöver. Und wie machen wir das denn? Wenn wir da Gas geben? Mhm. Und hier? Oh, das ist ja schön. Das ist ja sehr schön. Wir wollen ja dann sowieso wieder eintreten. Und daher wäre das ja fast wieder egal. Wir müssen aber sehr nahe ran eigentlich. Sonst funktioniert das nicht. So. Wieso komme ich denn nur auf 5 Kilometer ran? Ah, jetzt. Die Richtung. Ja. Ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Okay, das macht jetzt wenig Unterschied. Hier. Okay, 3 Kilometer. Weiß nicht, ob das reicht. Ah, 3,4. 3,3. 3,4. Und einen Geschwindigkeitsunterschied haben wir, einen ordentlichen. Drei Komma drei, drei Komma vier, drei Komma drei, drei Komma zwei, drei Komma eins, okay, drei Komma neun. Wir kommen der Sache näher. 2,5, 2,4. 2,3. Ah, das war die falsche Richtung. Ah, 1,9. Ah, das sieht doch gut aus. Macht das hier noch irgendwie einen Unterschied? Ah, 1,8. 1,6. Oh. Sehr gut. Okay.
1,4? 1,4. Ich glaube, näher kommen wir nicht dran. Oder? Ich glaube, näher kommen wir nicht dran. Sieht es hier aus mit dem? Das ist halt viel zu weit weg. So. Okay. Oh Gott, mein Strom ist fast am Ende. Unbedingt. Unbedingt ausschalten. So. Ich hätte Solarpanels mit dran bauen sollen. Mein Strom ist fast am Ende. Oh Gott. Muss halt dann jetzt passen. Muss dann jetzt passen. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir haben keine zweite Chance jetzt. Das muss jetzt passen. Gut. Hoffentlich. Ich mach mal. Mach ich mal. Verspulen. So, eigentlich müssten wir den doch dann jetzt sehen. Da ist er. So, kann ich da schon? Oh. Wie funktioniert das jetzt? Ich kann damit nichts machen, wenn ich hier aus dem Schlaf gehe mal kurz. Nee, macht keinen Unterschied. Wie kann ich denn den guten Mann steuern? Wie kann ich denn diesen guten Mann steuern? Ortungsstation anzeigen. Ich möchte ihn nicht in Ortungsstation anzeigen, sondern ich möchte den. Ich möchte den steuern! Jetzt sieht ihr an mir vorbei wahrscheinlich, oder? Wie sieht's denn aus mit der Umlaufbahn? Ich müsste ein bisschen beschleunigen. Oh Gott. Das war die falsche Richtung. Das auch noch. Ah, und der Strom ist aus. Ja, ich. Wie soll ich denn. Wie kann ich denn den. Wo ist der? Das Ding weg. Wo ist der? Da vorne. Ja, ist halt. Wie kann ich denn den Typen steuern? Okay, das nächste Raumschiff bekommt Solarsegel. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Typen steuern kann. Ich muss das mal gucken. Ich muss mal Google fragen, glaube ich, wie ich irgendwie den Typen steuern kann, weil wir waren so nah dran und eigentlich hätte ich doch irgendwie Rechtsklick machen müssen und den steuern müssen, oder? Ach komm, eine schöne Explosion gibt's noch.
normalerweise. Denn wir müssten unter die 70 kommen. Genau. Hallo? Genau. Ja, wir kommen da sicher nicht mehr hoch, ne? Oder? Mal vorspulen lassen. Na, wir steigen wieder. Oh Gott. Hey. Naja. 80 Kilometer. Ja, viel zu weit weg. Wobei, vielleicht haben wir noch eine Chance. Ich meine, wir bremsen noch ab. Es nähert sich noch. Aber ich glaube nicht genug. Das wäre wahnsinnig Glück. Das wäre ja wahnsinnig Glück. Das wäre halt wahnsinniges Glück, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das was wird. Nee, bleibt jetzt stabil, ne? Ja, wie gesagt, wird nichts, ne? Kann ich jetzt schneller vorspulen? Ich bin wieder im Weltall. Ah, ja. Ich möchte schneller. Ah. Ich wollte doch euch diese schöne Explosion noch zeigen. Weil wenn man sonst noch nichts hat, dann muss man wenigstens eine Explosion mitnehmen. Es hat halt wieder nicht funktioniert. Das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht so schwer sein, dieses blöde Raumschiff einzuholen bzw. abzufangen. Ich hätte einfach ein bisschen mehr Strom gebraucht, glaube ich. Dann hätte es funktioniert. Und genau das machen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten machen wir irgendwie Strom dran. Wenn ich Solarzellen habe, dann mache ich welche ran. Und dann müsste es eigentlich ja passen. Okay, und wir steigen halt schon wieder. Also wir bremsen jetzt nicht so extrem ab irgendwie. Also wir bremsen aber noch ab. Wie sieht's denn aus? Haben wir noch mal eine Chance? Ja, unwahrscheinlich. Nee, das kannst du vergessen. Denke ich mir doch. Also, das wird auch nichts mit einem schönen Absturz und so. Das dauert zu lange. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut. Ich mache in der Zwischenzeit ein paar Solarpanel dran und in der nächsten Folge starten wir dann mit Solar auf ins Weltall und holen uns diesen verdammten Körbel, der uns solche Schwierigkeiten macht. Kann doch wohl nicht wahr sein. So, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.